Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Ja, beim letzten Mal sind wir ja erfolgreich durch den Elderwood Park gekommen. Wir sind herausgekommen, haben unseren Freund mit der Kettensäge hinter uns gelassen. Und ja, es ging überraschend gut, muss ich gestehen, bis auf ein kleines Fail von mir. Aber das sind wir ja gewohnt mittlerweile. Nein, also ansonsten war alles in Ordnung. Wir sind auch noch gut ausgerüstet und jetzt müssen wir zurück zu Barry, der ja offenbar mittlerweile so richtig Schiss hat vor der Situation. Der hat gerallt, dass wir ihn nicht angelogen haben, sondern dass es hier richtig munter zur Sache geht und dass die Dunkelheit ihr Unwesen treibt. Und ja, offenbar wird er jetzt von den Vögeln angegriffen. Wir haben ja auch schon die eine oder andere Erfahrung mit den Vögeln gemacht. Also, ab zurück müssen wir schauen, dass wir rechtzeitig zu ihm kommen, dass ihm nichts passiert. Bislang konnten wir ja nur wenig Leute retten, unsere Frau noch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Alle anderen, die wir bislang hier im Wald getroffen haben, haben es nicht überlebt. Rusty ist tot, Carl Stuckey ist tot. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Da hast du recht, mein lieber Alan. Also im Endeffekt, das, was ich jetzt gelabert habe, in Kurzform, ja, ich führe manchmal etwas aus, ich weiß. Aber Alan bringt das halt auf den Punkt. Ja, Meier, als Schriftsteller, ne? Fasse dich kurz, wobei ja auch nicht immer. Kurzgeschichten will ja auch nicht jeder lesen. So, also hier, was können wir alles einsacken? Thermosflasche, Batterien, Revolvermunition. Und das halt, das klang schon wieder nach. Genau, da oben sind sie. Die Krähen, die uns hoffentlich in Ruhe lassen. Aber ich hoffe ja nur mal, die eine oder andere hübsche Manuskriptseite noch zu finden und abzugreifen, um einfach ein bisschen Informationsvorsprung zu haben. Das wäre nett. Ach, hier kommen wir untersuchen, okay. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Ja, das stimmt allerdings. Da hätten wir quasi Licht bei uns immer am Start. Das ist ja nicht verkehrt, aber wie kommen wir da rein? Hier ist zu. Kann ich da drauf schießen auf das... Nein, bringt nichts. Ich brauche also einen Schlüssel. Ach, hey, da muss ich hier irgendwo den Schlüssel finden. Vermutlich hier drüben in dem Gebäude. Ich schaue trotzdem hier noch kurz, ob wir was finden. So, na schön, dieses Plakat vom Hirschfest, was wahrscheinlich... Ich muss den Garagenschlüssel finden. Ja, ich weiß, Alan, ich weiß. Dieses Plakat vom Hirschfest, was wahrscheinlich nie stattfinden wird. Ach, je, ach, je. Ah, eine Manuskriptseite, sehr schön. So, Nightingale schießt auf Wake. Nightingale haben wir ja erfahren, das ist dieser Typ vom FBI. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Das klingt nicht gut. Das klingt alles andere als gut. Also offenbar hat's der Typ auf uns abgesehen. Na, das kann ja heiter werden. Da freue ich mich ja schon richtig. Ich ans Auto ran. Ja, ja, jetzt ist schon recht. Wir wissen, dass wir den Schlüssel brauchen. Ach, das ist ja süß. So ein alter Autoreifen als Schaukel. Mein Gott, da kommen wieder Erinnerungen aus der Kindheit hoch. So, ja, dann schauen wir doch mal, ob wir auf der Männertoilette was finden. Da ist Licht, das ist sehr schön. Der Garagenschlüssel musste irgendwo in der Nähe sein. Ja, ja. So, da ist nix. Da ist auch nix. Hallo, geh auf. Da geht nix auf, okay. Da ist ein Garagenschlüssel. Jawohl. Oh. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen. Aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Das stimmt allerdings. Die Geschichte muss passen. Ja, ich hoffe ja, dass wir ein Happy End erleben werden. Wir werden sehen. Was? Erschreckt mich doch nicht so, Mensch. Eieiei. Alter Schwede. Deswegen ging die Tür nicht auf und ich habe mich schon gewundert.
Ah, nee. Soll ich jetzt in die Damentoilette auch noch gehen, nach dem Schreck? Ja, komm, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden, ne? Komm, dann schauen wir da auch noch kurz rein. Da gibt's von Haus aus kein Licht. Ah, die Mädels gehen also immer im Dunkeln aufs Klo. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch stets zu zweit, wenn sie aufs Klo gehen, ne? Das kennen wir ja alle. Aha. Halt, da war gerade irgendwo Munition. Jagdgewehrmunition, vielen Dank. Was ist denn hier los? Aha. Kabinen ohne Schüssel, ohne irgendwas. Ja, wie gehen denn die aufs Klo? Hm. Also nachdem ich noch nie auf der Damentoilette war, kann ich die Frage jetzt nicht beantworten. Aber... Nee, ich erspare mir jetzt da einen Kommentar. Ist okay. Ich will es gar nicht wissen. Also bitte nicht in die Kommentare schreiben, selbst wenn ihr es wisst. Ich hol mir jetzt lieber dieses Auto, nachdem wir den Garagenschlüssel gefunden haben. So, auf die Tür. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein, hier ist nichts mehr. Also dann, auf geht's. Kontrollpunkt erreicht. So, beschleunigen. Okay. Steuerung mit... Ah, und schon Kundschaft. Das ist ja witzig. Ah, ich kann hier quasi auch mit der Batterie spielen. Oh. Ist der jetzt tot, oder? Nee, ist nicht tot. Ah. Sehr schön. Also ich kann mit dem Karren wohl auch die Besessenen über den Haufen fahren. Sehr gut. Schön zu wissen. So, wo muss ich jetzt lang? Wahrscheinlich hier der Straße nach. Halt, was ist da drüben? Da blinkt irgendwas, oder? Da hat doch irgendwas geblinkt. Da habe ich mich jetzt da verschaut. Da blinkt was. Jawohl, eine Thermosflasche. Kann ich hier aussteigen? Ja komm, ich steig mal aus. Ich hol mal das Ding. So, eins. Und wieder rein ins Auto. Bin überrascht, dass wir nicht angegriffen wurden. Damit hätte ich jetzt gerechnet. Ah, die Steuerung ist aber sehr direkt, muss ich gestehen. Die ist sehr direkt. Da muss ich ja richtig vorsichtig sein. So, da sind die nächsten Jungs. Bäm. So, Freunde, gute Nacht. Oh ja, was ist das hier? Das nächste Auto. Ach, hier kann ich das Auto wechseln, oder? Nee, der geht ja noch. Der Karren ist schon ein bisschen beschädigt. Aber das geht schon noch. Wir düsen weiter. Da sind die nächsten Freunde. Freunde der Dunkelheit. Ui. Zum Glück ist das nicht mein Auto. Ist ja hoffentlich versichert, ne? So, das kriege ich auch noch. Heute wird zurückgezahlt, liebe Freunde. Das hört ja gar nicht mehr auf hier. So. Wo geht's lang? Ja, ich fahre einfach mal hier diesen Weg nach. Das scheint nicht richtig zu sein. Nee. Da ist Licht. Licht ist nicht verkehrt. Da vorne sind die nächsten. Wieso ist hier Licht? Oh, da haut jemand auf mein Auto. Das ist nicht schön. Oh, scheiße. Ich glaube, ich mache, dass ich hier wegkomme. Ich habe gesehen, da war noch eine Dosenpyramide, mit der ich ein bisschen spielen können. Aber nee, Freunde, das ist mir jetzt zu heiß. Ich schaue, dass ich hier rauskomme. Ich will nicht schon wieder fehlen. Das muss nicht sein. Das tue ich eh schon oft genug. Ui, der Karren raucht aber auch schon gehörig. Eieieiei. So. Oh ja, der steuert auch schon immer so toll. So, mein Freund. Und auch du wirst auf die Hörner genommen. So, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier geht's, glaube ich, lang, ne? Genau, hier geht's hoch. Alter Schwede.
Der Eimer ist kaputt. Sorry. Das tut mir leid, da oben ist Licht. Den Rest gehen wir zu Fuß. So, Kontrollpunkt erreicht, da bin ich schon mal froh. Wo geht's hier lang? Ja, was gibt's hier noch Schönes? Wahrscheinlich nichts mehr, wa? Nee. Da scheint's nichts mehr zu geben. Also gut, dann wieder nach oben. Und auf zu Barry. So, noch keine Besessenen bei uns. Stimmt mich jetzt nicht traurig, aber die Musik ist nach wie vor spannend. Also irgendwas kommt noch. Irgendwas kommt noch. Ach, jetzt sind wir genau hier wieder, wo Rusty, Ranger Rusty, das Zeitliche gesegnet hat. Hier, wo unsere Reise in den Elderwood zum Lover's Peak begonnen hat, wo wir mit dem Entführer reden wollten. Was wir ja auch gemacht haben, aber unsere Frau haben wir nicht bekommen. So, hier ist ja nichts mehr. Das wissen wir, hier ist nur noch der Hasenzahn Charlie. Hier noch was zum Einstecken? Eigentlich nicht mehr, gell? Nein. Halt, was ist das? First Aid? Nee, aber geht nicht auf. Nein, hier ist nichts mehr. Also dann zurück zu Barry. Jetzt müssen wir natürlich den Weg wieder, den Pfad nach oben laufen. Und vermutlich wollen wir da dann noch Gesellschaft bekommen. Noch haben wir freie Bahn, das überrascht mich jetzt. Und die Vögel hieß es ja, genau, wir haben eine Notiz gefunden, die Vögel greifen Barry an. Das könnte uns natürlich auch noch blühen, dass die, wenn die uns sehen, es dann auf uns abgesehen haben. Ich hoffe es ja mal nicht. Nur, das sind schon, ja, okay, die Vögel, ja, die vier Stück, die tun uns nichts. Kaum sage ich's. Kontrollpunkt erreicht, das klingt doch nach einem riesen Vogelschwarm. Da ist ein Auto. Oh Gott. Das klingt nicht gut. Was haben wir hier? Leuchtpistole, jawohl. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Da wechseln wir gleich mal auf die Leuchtpistole hier. Eieiei. Boah! Ach je. Ach je. Vögel sahen die mal nicht aus, ne? Boah, shit, da kommen die Nächsten, nein! Alter Schwede, was ist denn hier los, ey? Also irgendwas mache ich gerade falsch. Ich glaube, irgendwas läuft hier verkehrt. Mann, 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 was ist denn hier los, ey? Da haben wir jetzt wieder Glück gehabt, dass wir das überlebt haben. Das war wieder richtig knapp. Also es gibt so ein paar Stellen, wo es richtig heftig ist. Es war der Entführer. Sie Mistkerl, wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja. Ja, ich verstehe. Dieser Mistkerl. Dieser kleine, erpresserische Mistkerl. Eieiei. Ja, Manuskript fertig schreiben, der ist ja lustig.
Wir finden hier einzelne Seiten. Wir wissen nicht mal, was wir geschrieben haben. Und wie soll man das Ding fertig schreiben? Ich habe keine Ahnung. So, die Stars and Stripes hier am Haus. Aha, die haben sie stehen lassen. Das haben wir noch nicht abgerissen. Da sind jede Menge Vögel. Oh, 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 ach je. Na, das wird jetzt lustig werden. Die werden vermutlich gleich auf uns losgehen. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Halt aus, Barry, wir kommen. Die Dunkelheit kontrolliert die Besessenen. Mhm. So, Barry vor den Vögeln retten. Ja. Oh, 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 oh. Was ist das hier? Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Vögel sind unheimlich. So, hier ist irgendwo ein... Da, genau, hier finden wir was. Was ist hier drin? Schnell aufmachen. Leuchtpistolenmunition, wir wollen immer mit. Da sind sie. So. Nachladen. So, die nächsten. Kommt doch her. Gefieder. Besessenes. So, jetzt haben wir aber nichts mehr. Jetzt haben wir das Problem, ne? Wir haben keine Munition mehr. Eieiei. Gut, dann muss die Taschenlampe herhalten. Dann die gute alte Taschenlampe. Oder wir haben ja noch diese Leuchtfackeln. Ja, komm, dann probieren wir die. So, jetzt darf nicht mehr viel passieren. Jetzt haben wir kein Material mehr, mit dem wir uns verteidigen können. Nur noch unsere Taschenlampe. 17 Batterien. Oh, wow, 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 wow. Oh, die Jungs sind richtig zäh. Vor allem, das werden nicht weniger, egal wie wir uns da verhalten. Das wird immer mehr, habe ich den Eindruck. Barry, du kannst die Tür aufmachen. Wir sind weg. Hey, Alice. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im O-Theater. Gutes Kind.
Ende Folge 2. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3. Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ihr, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent. Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Das klingt interessant. Wir haben ja auch von Thomas Zane die Bücher gefunden in der Hütte auf dem Cauldron Lake. Die Hütte auf der Insel, die ja nicht existiert. Kommen Sie, Mister, ich bringe Sie zum Wohnwagen von Rose. Ja, ich komme gleich, Randolph. Allerdings machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und was mit Rose passiert ist, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sag vielen Dank an euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen hier in Kapitel 3. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus!